Und damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren Folge. Und wir sind jetzt hier angekommen und müssen ein weiteres Notizbuch finden, das uns Antworten liefert. Und wenn du bis jetzt noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt machen. Denn ansonsten wird Juan nämlich ein bisschen sauer, hat er gesagt. Ich mache den Kater wütend. Und niemand will, dass der Kater wütend wird. So ist das. Gut. Ah, hier oben können wir wieder schön aufräumen. Lalalup. Könnten wir jetzt ja theoretisch... Das Fenster ist zu, ne? Okay, hier ist es arg beleuchtet. Das ist was zu sagen. Anscheinend nicht. Hallo, jemand zu Hause? Wie sieht's denn hier aus? Oh, Notenblatt. Geil. Habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile schon die Hälfte. 4 von 8 oder so müsste ich haben. Alle hopp. Notizbuch, da ist es. Gute Arbeit, ein weiteres Notizbuch. Das hier scheint jemandem namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Wie immer. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen, seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Lasst uns die anderen Notizbücher finden. Okay. Also die sind dann anscheinend aufgebrochen. Momo ist geblieben. Den haben wir in der letzten Folge ja kennengelernt. Okay. Das heißt jetzt wieder raus, ha? Oh, ein Teppich. Er lädt eigentlich ein zum Katzentreten, aber kann ich jetzt gerade nicht machen. Schade. Gut, ansonsten haben wir, glaube ich, alles. So, jetzt ist die Frage, wohin als nächstes? B12. Wir haben 3 Notizbücher gefunden, noch eins und wir sind fertig. Wir müssen uns in den verlassenen Wohnungen der Gegend umschauen. Du solltest sie alle von den Dächern aus sehen können. Halte nach einem Außenweltler-Logo Ausschau. Außenweltler-Logo? Ist das das hier wie da? Ist das komische Smiley? Okay, wo waren wir denn an sich noch nicht gewesen? Das ist jetzt die Frage. Da drüben waren wir im Grunde ja auch schon. So, da war Momo. Vielleicht probieren wir es tatsächlich mal ein bisschen auf der anderen Seite. Aber ich würde eigentlich jetzt schon eher mal so über die Dächer gehen wollen. Mal an sich den besten Überblick. Ich würde mal sagen, wir stören ihn nochmal kurz. Geht nicht. Oh. Ups. Ja, hast du wieder was fallen lassen, wa? Das war nicht meine Schuld. Okay. Was könnte noch interessant sein? Bibliothek waren wir ja schon. Mir fehlt ja an sich auch nur noch ein Notizbuch. Oh je, hat da jemand was fallen lassen? Und es war nicht meine Schuld. Putze wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, über meinen Laden zu spielen, du tollpatschiger Racker. Dem hast du es jetzt aber gegeben. Lass mich mal kurz hier reinschauen. Super Spirits, 100% Power. Cool. Oh, Reinigungsmittel nehmen. Ich habe ein Reinigungsmittel. Okay, wo kann ich das benutzen? Kann ich hier rein? Das wäre voll witzig.
Jupp. Ich glaube, hier kann ich das nicht anwenden. Okay, was bringt mein Reinigungsmittel? Ich dachte, vielleicht kann ich es ihm zustecken oder so. Hi ho! Naja, wenigstens findet Cosma gute Verwendung für das ganze Reinigungsmittel. Okay, jetzt sind wir im Grunde wieder am Start. Haben wir hier noch zu übersetzen? Ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre hier ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bring sie zu mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Bin ich schon dabei? Dauert nur noch ein bisschen. Als ob. Zum Blendy. Oh, Energy. Ah, okay, cool. Das heißt, ich muss auch so ein bisschen Ausschau halten, was diese Automaten angeht. Und den Frieden der Menschen. Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Alles gut. B12, ich verzeih dir alles, was du tust. Du bist ja im Grunde hier mein einziger Freund. Einziger Helfer. Begleiter. Okay, das war jetzt ein kleiner Soundbug, ja? So, hier haben wir das Schloss, aber das kriegen wir ja nicht auf. Ja, beruhig dich mal einmal. Was ist denn mit dir? Okay, müssen wir mal abchecken hier, was hochgeht. Hier ging es nicht hoch. Warte mal, halt! Was sind das hier für ein Fenster? Muss ich aber wieder von innen machen, ne? Ah! Autsch. Jetzt Programmierung. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Okay. Aufmachen! Druckverdung! Cool! Thank you very much, my friend. Oh, eine Postkarte. Nee, Notenblatt. Muss es tun. Liegt in meiner Natur. War das nicht schön? Das war die 468. Symphonie von Beethoven. Kann ich da auch hoch? Oh, hier ein Nickerchen machen. Das wäre Luxus. Okay, wer bist du, Amigo? Du bist wegen Elliot hier. Er ist gleich da drüben. Muss mal viel öfter miauzen, ey. Merken. Mm-hmm.
Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu schaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Safe. Dafür schaffen wir auch die Roboter, ne? Um uns zu unterstützen. Bis sie uns dann letztendlich doch überleben werden. Mann, hier schaut's vielleicht schon wieder aus. So. Kannst du dich mal aufräumen? Bist du so in deiner Arbeit vertieft? Ich muss das machen, Amigo, sorry. Ich bin der Katze. Ich hoffe, ich bringe dich nicht durcheinander. Huch. Ah, huch. Oh, Verzeihung. Pardon. Ja. Was sind wir hier? Ah. Ist das ein Genuss? Die Mucke. Okay, Amigo. Elliot. Ja, kann ich dir helfen? Passwort des Saves. Willst du mir darüber irgendwas sagen? Du willst, dass ich diesen Binärcode lese? Eine Sekunde. Ich muss nur meine Linsen kalibrieren. Hier steht Dofa-Bar. Seltsam. Wer vereinbart denn Rendezvous per Binärcode? Dofa-Bar? Okay, was ist das? Immer noch Notenblätter, Notiz vom Doc. Kann der da irgendwas drüber sagen? Oh ja, jeder kennt dieses Symbol. Das sind die Außenweltler. Sie leben in den oberen Etagen dieses Bezirks. Du kannst wahrscheinlich mit Momo darüber reden. Jo, hab ich schon gemacht. Clementine Energy Drink. Okay, sagt immer nur dasselbe. Okay, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Alle hopp. So, jetzt geht's mal wieder nach oben. Hier ist der Weg. Mensch, Mensch, Mensch. So, in den oberen Wohnungen. So, Leute. Da wären wir. Ich war mal wieder ein kleiner Blindfisch hier. Ich war ja eigentlich schon vor Ort und habe nur das Notizbuch hier in diesem Raum nicht eingesammelt. Da habe ich nochmal ein bisschen Radau gemacht, hier ein bisschen weiter umgeworfen. Und siehe da. Hurra, hurra. Notizbuch von Zaltabotchalka. So. Einpacken bitte. Endlich. Das letzte Notizbuch. Das hier scheint jemandem namens Zaltabalta zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zurks nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt, und vermehren sich in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Oh, was ist los? In diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Yeah, baby! Endlich. Da war ich wieder kurzzeitig blind, ne? Vielleicht kurz längere Zeit mal die Augen beide zu. Aber gut, jetzt haben wir es ja. Jetzt müssen wir zurück. Zurück. So. Hoppala. Nein, nicht da runter. Oh, Junge. So, da müssen wir wieder hoch. Einmal hier rüber. Zap, zap. Einmal hier hoch. Bada bam. Und hier wieder runter.
Amigo, ich habe alles gefunden. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Jo. Guck mal hier, ich habe das letzte gefunden. Das ist doch das Notizbuch von Zaltabalta, oder? Meistens habe ich nie ganz verstanden, wovon er sprach, aber er war sehr weise. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden. Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden, das ist unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb der Slums kommunizieren sollten. Clementine, da-da-dam-ba-ba, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von einem Sendeempfänger reparieren. Cool. Let's do this. Et voilà, es funktioniert. Komm mit mir. Cool. So, geilo. Ah, die alte Gewohnheit, es tut mir so leid. Dieser Teppich, oh, ist so verführerisch. Okay, wieder aufhören. Da oben, siehst du das Gebäude hoch über den anderen? Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf den Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Sendeempfänger. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zirks zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenweltler. Bring uns in den Himmel. Ja, ich bin wieder mal der Held hier. Let's go. Supercat. Geil. Okay, hier haben wir den Eimer. Nehmen wir den gleich mal. Heilige Guacamole. Das ist das Rotlichtviertel hier, so ein bisschen, ha? Alle hopp. Und hopp. Die Dächer. Okay, da vorne sind sie, die Zurks. Alles klar, darauf erstmal Katzen treten. Vorbereitung muss sein, Leute. Denn Vorbereitung ist die halbe Miete, ne? So. Die Krallen sind gewetzt und jetzt kann's losgehen. Jetzt muss ich wieder schnell sein, ne? Da hängt noch ein Arm dran. Das Arm dran. Schenkelklopfer am Rande. So, miaue, um alle Feinde anzulocken. Okay, und wenn ich die anlocke, kann ich dann hier rüber. Okay, das probiere ich jetzt mal aus. Kommt ihr? Gut, 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 gut. Ihr kriegt mich nicht. Niemals. Okay, wo muss ich denn hin? Einfach nur weiter, ne? Straight ahead. Mal hier rüber. So, da hinten sind sie wieder, die Biester. Müssen wahrscheinlich hier dann hoch. Ja, cool. Das ging ja jetzt easy. Supercat. Bin einfach ein absoluter Parkourmeister. Niemand kann die Katze aufhalten. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums.
Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein, Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Ja, ein Leben in ewiger Dunkelheit funktioniert halt einfach nicht. Ja, das drückt halt hart aufs Gemüt. Okay. Where I have to go? Ist da nicht hoch? Oi! Ah, ein bisschen mehr Schwung, hä? Huh? Warte mal, kann ich hier Schwung aufbauen? Das ist ja cool gemacht. Hab. Hab. Katze ist zufrieden. Okay, hier haben wir wieder so eine Rollaktion. Wo rollen wir denn hin? Kriegt es uns was, wenn wir hier runterrollen? Nope. Dann rollen wir mal einfach in die andere Richtung. Plump. Aber was genau mir das jetzt gebracht hat, weiß ich auch nicht. Kann da nicht hoch. Ich kann das Ding aber auch nicht schieben, ne? Ich gehe davon aus, dass ich hier rüber muss. Aber wie bewege ich jetzt? Okay, was kann denn Supercat noch so? Kannst du da hoch? Ach so, jetzt. Ja, okay. I understand. Stop it. Not a little bit. Yes. Perfekt. So, Schwung! Schwung in die Kiste! Alle hopp! Das macht richtig Spaß hier. Okay, hier haben wir Blöd. Brauchen wir jetzt aber erstmal nicht, aber. Hier komme ich hoch. Alter. Darüber? Really? Ja, das geht schon. Zack. Jawohl, Krawall. Yippie, yippie, Krawall und Remi, Demi, Türhecken. Ah, ich weiß nicht, ob ich das will. Tata, was sagst du dazu? Es gibt ein klitzekleines, schnucki-putziges Problem. Ja, yep, die Zurks. What can we do? Okay, wir müssen sie auf jeden Fall hier durchlassen. Dann rennen sie zu mir und dann machen wir hier eine richtig Galanten. Hack it, Baby! Ach so! Ah, okay, jetzt muss ich nochmal haken. Und let's go! No, no, no! Haha, Idioten! So, wieder ab in die Röhre. Ich wundere mich, ich kann nicht sprinten in dieser Röhre. Jetzt machen wir hier alles schön lässig. Badabam. Hep, hep. Ich würde aber schon echt gerne wissen, was das hier für so ein Clipper ist. Ist das irgendwie Zugclipper? Gibt es sowas wie eine Zugkönigin, die überall in der Stadt diesen Clipper verteilt? Um sich irgendwie auszubreiten? Die Zurks wie so eine Art Virus? Ja, also hier muss ich nicht lang. Alter, guckt mal an, wie hoch wir sind. Awesome, oder?
Okay, einfach mal hacken, oder? Kann ich nicht hacken? Nope. Okay, dann hier hoch. Luges Kätzchen. Das hier ist jetzt das Rotlichtviertel, ha? Huh? Okay. Sind wir jetzt im Zentrum? Alter, wie es hier aussieht. Aber gut, Leute, wir machen jetzt mal an dieser Stelle hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch da draußen ich kann nicht mehr reden bei 40 Grad, recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, Kater, hast du noch irgendwas zu sagen? So, das wirst du mir büßen. Ja, ja, lasst ein Like da, damit er nicht wütend wird, der Kater, ne? Also, bis zur nächsten Folge. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.